Everything is a must, so car racing is magic. And the amber light is flashing. Get ready for the three and the sound of it is smashing. And hope is not a favourite, it's gonna get a bashing. Die Gokart-Meisterschaft des BSCV ist für unseren Verein bereits zu einer festen Institution geworden. Auch heuer nahmen wir mit drei Mannschaften teil. Wir wissen, dass wir jetzt mal mit drei, weil das eigentlich sorgt, dass sie das irgendwie ein bisschen über jeden Wintermonat festsetzt. Wir grüßen der natürlich einen irgendwie, der ist aber jetzt leider nicht da. Und natürlich unseren Vizepräsidenten des Bayerischen Gokartverbandes, der aber heute ist heute auch da. Der hat früher den Klatschen. Und der irgendwie, jetzt kommt er gerade, der darf auch kurz begrüßen, der ist Schirm hier an unserer Veranstaltung. So, wenn wir noch mit der Fahrerbesprechung fertig sind, bleibt von jeder Mannschaft einer da, der das kann. Für unsere erste Mannschaft am Start Christian Maas, Rainer Kagel, Werner Maas und Willi Kerscher. In der zweiten Mannschaft startete Herwig Haller, Peter Dickert, Matthias Böhm und Kurt Feigl. Und für die dritte Mannschaft am Start Tobias Walzer, Alois Gürster, Max Mölzl und Armin Fuchs. Hier beim freien Training. Pech für unsere erste Mannschaft. Sie war plötzlich letzter. Herwig Haller winkt Christian Maas vorbei. Beim ersten Wechsel war der Christian aber bereits wieder auf dem dritten Platz. Hier übernimmt Rainer Kagel. Am Ende belegte unsere dritte Mannschaft den 10. Platz. Die zweite Mannschaft wurde 9. Und die erste Mannschaft belegte den 3. Platz.
Auch die Teilnahme am jährlichen Faschingszug ist dank Siegfried Schweiger eine feste Einrichtung geworden. Das ist das Allerwichtigste, Konrad. Das Thema heuer, der Spendenskandal der CDU. So, der Jewin hat immer noch einen Rausch. Für 20 Unser Gefährt bestand aus einem Zugfahrzeug à la Walter Schweiger. Sechs Fiesta Heckteilen. Und einem Ausflugsanhänger für Sträflinge. Unser Spendenwurm war auch heuer wieder eine der Attraktionen. Da haben sie sogar einen Expert dabei, schau ich. Rade, Rade. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Der Sigi erhält für seinen super Einfall einen Faschingsorden. Als nächstes lustig kann ja aus Riedersburg vorwinden. Alle!
We are fans of the greatest sport in stock car racing is magic. Das erste Rennen der Saison war diesmal in Irfersdorf, ausnahmsweise bei schönem Wetter. Bereits am Samstag hatte es Alois Gürsner erwischt, er überschlug sich beim Training. Stell dir Nummer nochmal den Zahnkarten drum. Total Ausfall. Ist dein Handy über das Rote? Aber in Gemeinschaftsarbeit wird das Auto wieder hergerichtet. Am Sonntagvormittag findet vor jedem Rennen eine Fahrerbesprechung statt, die für alle Teilnehmer Pflicht ist. Es war also, ja, da gibt es nichts zum Lagerfuhr, da war das ein Auto, kein Kost. Meine Herrschaft, ich möchte euch im Namen von Brasilien natürlich auch recht herzlich begrüßen. Herwig Haller, unser neuer BSCV-Präsident. Idealisten da sind, die so Bahnen herrichten, obwohl es finanziell nicht so gut ausschaut. Ein herzliches Dank an das Team von CC Irfersdorf. Das ist einmal die Ergebnis. Dann haben wir, was eigentlich positiv aufgenommen worden ist, muss ich sagen, also wir haben da auch noch umgeredet. Als erste von uns am Start, die Nummer 88, Reinhard Seidel, in der Klasse verbaut über 1800 Kubik. Masse, Rucksackklasse. Für ihn war es das erste Rennen. Rennen frei für Lauf-Tobaisch Meisterschaft an Position 1 Wolfgang Sengerle ganz vorne, dann die 391 Werner Gottschalk an Position 2 und wir erwarten jetzt dann in Kürze die 123 auf Platz 3 und vorne. Die Brenz aus. Ja, aber außerdem dabei die Nummer 85, Eder Jürgen, auf einem BMW. Nummer 88, Reinhard Seidel. Reinhard belegt am Ende den dritten Platz. Die Mannschaftsmeisterschaft wurde heuer zum ersten Mal in der umverbauten Klasse durchgeführt. Für uns am Start Nummer 83 Max Mölzel, Nummer 79 Armin Fuchs, Nummer 81 Florian Haas und die Nummer 84 Alois Gürster. In dieser umverbauten Klasse sind nur Fahrzeuge
bis 1800 Kubik zugelassen und jegliche Verschweißung oder Verstärkung verboten. Nummer 83, Max Mölzer, gefolgt von Armin Fuchs und Alice Gürster. Flo Haas. Immer noch folgen uns viele Fans auf die Rennstrecke. Max Mölzer. Das Aus für den Max. Da wir in dieser Klasse mit vier neuen Fahrern gestartet waren, waren wir mit dem vierten Platz von Nummer 79 Armin Fuchs sehr zufrieden. Im letzten Lauf für uns am Start die Nummer 91 Franz Tischler mit seinem Audi Turbo in der Klasse Verbaut Spezial. Da war einige Zeit vorne, jetzt die Nummer 91, Franz Tischler vorne. Und die 23 an 3. Und jetzt wieder hochwechseln, die 53 an 1. 91 auf 2 und der Franz der Rennsieger. Aber trotzdem Pedra fieberte schon mit und es wurden schon Wetten abgeschlossen, ob sich der Franz überschlägt oder nicht. Platz 3, die Nummer 91. Und Platz 3, die Nummer 9, die Nummer 53, 6, Bernhard vor der 91. Und dann sehen wir hier.
Der Frank schaffte am Ende den zweiten Platz, ohne Überschlag. Fast ohne Überschlag. Das Rennen war nämlich schon aus. Das hat er jetzt mit Fleiß gemacht. Der zweite Meisterschaftslauf fand in Grafenwöhr statt. Hier Walter Schweiger mit seinem Fahrzeug nach dem Training. Der Fuzzi-Erlebnis! Schlag's nicht mehr raus, Walter! Hä? Eine Runde, ja, eine Runde mache ich nicht so gut. Hä? Ja, dreiviertel Stunde bin ich jetzt überladen und so ein Schaltling. '81 Florian Haas beim Training. Mit der Nummer 87 Christian Maas. Er startet für uns in der Juniorklasse. In dieser Klasse dürfen die Jugendlichen bereits ab 16 Jahren fahren. Die Autos sind begrenzt auf 1100 Kubik und maximal 60 PS. Christian Maas hier mit einem Toyota Starlet. Da freut sich auch die Mama. Christian Maas beim Rennen. Da in dieser Klasse, wie in jeder unverbauten Klasse, die Punktbesten von hinten starten, dürfte Christian Maas bei seinem ersten Rennen aus der ersten Reihe innen starten. Hier hat er etwas Pech. Er schaffte am Ende noch den fünften Platz. Thank you.
im Mannschaftslauf der unverbauten Klasse für uns am Start, die Nummer 84, Alois Güster. Nummer 83, Max Mölzl. 79, Armin Fuchs. 81, Florian Haas. Max, Rennen halt! Alles auf die Drohne. Bereits in der ersten Runde das Aus für Alois Güster. Armin Fuchs. Florian Haas quält sich mit einem Platten. Das Aus für Armin Fuchs. Da kam auch die Hilfe von Flo zu spät. Und mit ihm fehlt der letzte unserer Fahrer aus. Beim anschließenden Damenlauf fing es dann heftig an zu regnen. Für uns am Start die Nummer 75, Claudia Dickert. Die Bahnverhältnisse waren natürlich dementsprechend. Claudia kämpfte um jeden Meter. Sie belegte am Ende den 5. Platz. Nächsten Lauf Nummer 76, Peter Dickert. Und die 373, Walter Schweiger. Oh.
Das schnelle Aus für Peter. Die Bahnverhältnisse hatten sich noch nicht gebessert. Walter quälte sich mit seinem schiefen Auto. Bis dieses endlich den Geist aufgab. Der dritte Meisterschaftslauf war wieder in Grafenwöhr. In der Klasse umverbaut, über 1800 Kubik für uns am Start, die Nummer 85, Jürgen Eder und die Nummer 88, Reinhard Seidel. Unsere Fahrer fuhren hier vorne mit. Und so reichte es am Ende für Reinhard Seidel, Nummer 88, für den zweiten Platz. Und Jürgen Eder wurde noch Vierter. Reinhard Seidel. In der unverbauten Mannschaft starteten unsere Fahrer diesmal aus der ersten Reihe. Erste innen, Nummer 84, Alois Gürster und Nummer 81, Florian Haas. Mit dabei Nummer 83, Max Mölzl und die Nummer 79, Armin Fuchs. Der Flo übernahm hier sogar die Führung. Deswegen war für Armin Fuchs hier alles gelaufen. Und auch der Max konnte nicht mehr weiterfahren. Alles Gürster auf Crashkurs. Thank you.
Ja, alles Gürster reicht jetzt am Ende zu Platz Nummer 4. Von hier an gibt es ein Gewürz. Und für Florian Haas reicht es noch zu Platz 6. Lauf für uns am Start im Audi von Georg Judemann, Walter Schweiger. Der Walter startete von ganz hinten. Walter kämpfte sich aber langsam nach vorne und belegte am Ende Platz 5. Im Lauf der verbauten Klasse Spezial für uns am Start Nummer 91, Franz Tischler. Er erwischt einen super Start. Aber schließlich verließ ihn doch das Auto. The friend.